Der Sebi kann Golf spielen, du wirst wahnsinnig. Schöner Putt. Das ist Birdie. Und dann so ein Schlag, ey. Der war ja legendär. Wenn ich frei gehabt habe am Montag, immer Golf gespielt habe. Weil ich mich bei nichts so gut erhole und entspannen kann wie auf dem Golfplatz. Ja, ich glaube, der ist gut. Ah, der war überragend. Da geht nämlich unser Gewinnspiel dann auch später drum, weil ihr könnt einen Wiesentisch gewinnen. Der war nicht schlecht, ja? Du hast ja vorhin gesagt, du spielst Golf, weil es Spaß macht. Ja? Ja. Ja. Wow, wow. Also einen schönen Abschlag habe ich überhaupt noch nie gesehen. Da muss ich mir dann zum Teil schon was von daheim mitnehmen, weil ich kann nicht nur Obatz der Wurstsalat, Sperre, Pendel, Haxi, Krustenbraten, Würste essen. Das gibt's sehr, nicht, die Steffi hat. Da kriegt sie jetzt aber von dir auch einen High Five, oder? Good Golf aus dem Golfclub München Wallei. Wir spielen heute mal wieder bei bestem Wetter Golf, eine Runde Golf. Und bei mir geht es ja ums Handicap. Ich möchte besser werden, ich möchte ein Handicap von 0 schaffen. Deswegen spiele ich registrierte Privatrunde bei gefühlt 30 Grad nachmittags. Wir spielen 9 Loch heute, den B-Kurs. Und ich habe auch heute wieder ganz tolle Spielpartner gefunden hier in Wallei. Und zwar sind es die Wiesenwirte Steffi und Lukas Spendler. Mama und Sohn. Servus. Servus. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, wir freuen uns auch. Die beiden spielen einfach so mit, ne? Also bei euch geht es nicht ums Handicap oder so. Aber dennoch, was habt ihr für ein Handicap? Verratet ihr das? Also offiziell 19,5, aber es ist möglich von 10 bis 30. Schauen wir mal, was heute läuft. Aber bei dem Wetter bin ich sehr zuversichtlich. Ja. Und Steffi, du? Ich habe 21. 21. Ihr merkt es, also die Steffi und der Lukas, die sprechen so richtig schönes Bayerisch. Also für die, die nicht aus München kommen oder nicht aus Bayern kommen, ich hoffe dennoch, dass ihr sie versteht, aber das geht schon. Wir bemühen uns und hoffen, dass man keine Untertitel braucht. Ich kann auch nach der Schrift sprechen. Nein, das ist schon in Ordnung. Was ich immer total faszinierend finde bei mir, mein Papa ist ja Niederbayer und ich habe eigentlich auch so ein bisschen Bayerisch gesprochen früher als Kind. Und wenn ich mich mit euch unterhalte, dann rutsche ich immer in so ein bisschen Bayerisch rein. Also mal schauen, wie das dann heute wird. Also wie gesagt, ich spiele registrierte Privatrunde. Die beiden erzählen nebenbei so ein bisschen was aus ihrem sehr, sehr spannenden Alltag. Es ist kurz vor der Wiesn, wohl bemerkt. Steffi hat schon gesagt, eigentlich hast du gar keine Zeit heute, ne? Ja, das ist wirklich jetzt eine Ausnahme für einen Sebastian, weil ansonsten konzentriere ich mich um diese Jahreszeit ausschließlich aufs kommende Oktoberfest. Wow, und unter anderem darüber sprechen wir, aber nicht nur über die Wiesn, nicht nur über das Oktoberfest, weil eure Familie hat ja noch so viel mehr unterm Jahr auch, was ihr da betreibt. Also super spannend. Bleibt auf jeden Fall dran. Ihr könnt kommentieren, ihr könnt ein Abo da lassen und vor allem könnt ihr auch noch was gewinnen. Ihr beiden, kein schönes Spiel, sondern gut Golf, sagen wir auf dem Kanal. Gut Golf, ihr Lieben. Dann gut Golf an gut, euch zwei. Gut Golf, lieber Sebastian. Aber der ist auch schon wieder ein bisschen gefährlich. Andere Richtung. Oh, der ist gefährlich. Da würde ich gleich noch mal nachspielen. Der kommt zu dir. Der liegt da links im Rough, ja? Ja, na, passt. Jetzt hatte ich es gerade schon gesagt, also Steffi und ihre Familie, die machen nicht nur das Löwenbräu-Zelt auf dem Münchner Oktoberfest, sondern ihr habt noch ein paar Restaurants auch, ne, die ihr betreibt. Na, paar nicht. Nur eins. Nur eins. Aber das hat verschiedene Geschäftsbereiche sozusagen. Ah, okay. Welches ist das? Also das ist die Hirschau im Englischen Garten, was wirklich eine sehr, sehr schöne Location ist. Und da gehört eben ein großer Biergarten dazu, Kinderspielplatz und Bühne und Steckerlfischstand und Krepphütte und was man halt alles so braucht. Und das macht jetzt aber der Luki? Ja, also in der Pandemie haben wir sozusagen gewechselt, weil der Lukas war dann mit der Ausbildung fertig und der wollte sie dann selbstständig machen mit seinem besten Freund Daniel Ecker, mit dem er auf der Villa Blanca in Innsbruck war. Und der Lukas hat dann noch ein Sommelier gemacht, der Dani war in Lausanne 3 Jahre auf dieser Hotel-Universität, Hotelfachschule. Und dann hast du da zwei so top ausgebildete junge Männer mit 26 war es damals, gell? Und die wollen natürlich durchstarten und wollen was machen. Und dann kam Corona. Da haben sie dann schon Objekte an der Hand gehabt. Da waren wir eben kurz davor, dass man das sozusagen anpachtet. Und dann ist Corona gekommen und dann wusste man erst mal gar nicht, wie es weitergeht, gell? Mhm. Jawohl. Der war schön. Der passt. Nicht wieder ins Rough. Na, der bleibt. Ah, den hast du schön rausgebracht. Danke. Ja, super. Da wollte die Steffi hinspielen, aber jetzt ist er
Klapp reingerollt. Ja, aber das macht ja nichts. Nein. Du hast ja vorhin gesagt, du spielst Golf, weil es Spaß macht. Ja? Ja. Ja. So, und dann, jetzt müssen wir die Geschichte noch zu Ende hören. Dann hat der Lukas das übernommen. Ja, also die zwei Jungs hatten ein Objekt an der Hand, quasi schon halb unterschriftsreif. Und dann kam Corona und dann habe ich gesagt, Freunde, das ist viel zu riskant. Da unterschreiben wir jetzt gar nichts, was wir anpachten, weil kein Mensch weiß, was das mit dem Corona ist, wie lange das dauert, was da kommt. Und ich war überarbeitet von den letzten 10 Jahren, wirklich überarbeitet. Und habe dann ganz lapidar gesagt, dann macht es ihr, ich bin froh, wenn ich nicht mehr so viel tun muss. Jetzt bereue ich es natürlich ein bisschen. Was war das denn? Ist drauf. Steffi, ihr seid ja, die ganze Familie ist ja eigentlich Wirtefamilie, ne? Also deine. Ich bin schon Generation 3 und Wahnsinn. Der Luki ist Generation 4. Vor dem Krieg hatten meine Großeltern schon eine schöne Gaststätte in der Nähe vom Hauptbahnhof. Die mussten es dann aber, glaube ich, 1942 beenden, weil meine Großmutter dann mit meinem Vater, der damals 3 Jahre alt war, evakuiert wurde. Ja, der war ein bisschen mehr noch, aber dann ist der ziemlich geil. Fall! Yes! Sehr gut. Den hast du aber schön einlassen, du. Auch gut. Yes! Oh. Schön. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Warte. Also man findet da schon was. Ja. Ja, danke. Super. Die sind alle ziemlich gerade. Was habt ihr für Arbeitstage? Das kann man sich ja immer gar nicht so vorstellen. Ich meine, ihr werdet ja einen Ruhetag oder sowas. Gibt es sowas noch heute? Nein, wir haben keinen Ruhetag. Also ich habe früher, bevor ich das Geschäft am Lukas übergeben habe, habe ich die klassische 6-Tage-Woche gearbeitet mit Montag frei, wie man es halt in der Gastronomie so hat. Und mein Tag war eigentlich immer, ich habe gesagt, meine Kernzeit ist 12 zu 12. Und da in der Zeit habe ich natürlich auch bestenfalls einmal in der Woche Golf gespielt, immer Montag. Aber ich muss dazu sagen, dass ich, wenn ich frei gehabt habe, am Montag immer Golf gespielt habe. Weil ich mich bei nichts so gut erhole und entspannen kann wie auf dem Golfplatz. Das ist wie ein Tag Urlaub immer, gell? Es ist einfach die Bewegung, die frische Luft. Und du denkst nicht ans Geschäft. Und sobald der Ball im Spiel ist, ist das einzige Thema, was wichtig ist, wo ist denn der Ball, wo muss ich den hin, wo läuft er denn hin, wie hängt denn das Grün. Und du denkst nimmer an irgendwelche Ärgernisse, die du aus dem Berufsleben mitbringst. Also bei mir ist es zumindest. Da seid ihr dann im Wettkampf. Wie ist es, wenn ihr so als Familie spielt? Luki, ist dann wirklich knallhart Wettkampf? Da will dann keiner verlieren? Oder wie? Wir spielen immer Bümmel aus, also Lochspiel. Also jedes Loch kriegt ein Bümmel und am Schluss wird dann meistens ein Getränk oder was ausgespielt. Also, also harmlos. Harmlos, aber der Wettkampf muss schon sein. Ja, super. So, also ich finde ja 12 bis 12, 12 Stunden, 6 Tage die Woche ist schon relativ lang. Also gut, ich bin auch selbstständig, arbeite auch lang, aber das ist schon Wahnsinn. Ja, also. Und unsere Saison war halt lang, weil ich habe immer im Februar mit der Wiesn schon angefangen, im März einen Biergarten hergekriegt, dann April, Mai waren starke Veranstaltungsmonate, im Juni habe ich die Wiesnrechnungen rausgeschickt, Juli war immer Topmonat im Biergarten, im August haben wir dann schon Vorverkauf für die Wiesn, Zeltaufbau, im September dann die Wiesn als solches, dann im Oktober wieder das ganze Aufräumen, Verstauen, dann die Gutscheine von der Wiesn gelten immer noch bei uns in der Hirschau, im Oktober, im November, wenn wir ein Bombengeschäft gehabt mit den ganzen überbliebenen Wiesnmackerl, wir sagen Wiesnmackerl-Geschäft, dann Ende November habe ich Weihnachtsdeko gemacht. Das ging dann nahtlos über in die Weihnachtsfeiern. Aber das ist ja das Nächste. Ihr arbeitet nicht nur von 12 bis 12, sondern es gibt ja auch keinen Urlaub. Oder wie macht ihr denn das? Wir haben dann immer im Januar 3 Wochen zugemacht. Ah, okay. Wir haben jetzt im Restaurant tatsächlich Ruhetage. Wir haben Sonntag, Montag, Dienstag zu, weil über die Corona-Pandemie natürlich die Personalsituation, jeder hat es mitbekommen, sich ein bisschen verändert hat. Aber wir haben ein super, super gutes Team. Den können wir so eine 4-Tage-Woche ermöglichen, zumindest meistens. Mit Veranstaltungen sind es mal 5, ausnahmsweise
können es einmal 6 sein, aber im Großen und Ganzen haben wir 4 Tage für unsere Mitarbeiter und da kommen sie gerne in die Arbeit. Ich muss immer schmunzeln, wenn dann Leute zu mir sagen, ja, während der Wiesn habt ihr ja so viel Arbeit. Ja gut, da ist der Tag natürlich lang während der Wiesn, aber im Grunde das meiste ist im Vorfeld geschenkt. Also die Wiesn an sich finde ich gar nicht so anstrengend, oder? Ja, das sind ja, also Wiesn ist natürlich viel Adrenalin, 16 bzw. 17 bzw. heuer 18 Tage, die gehen halt Vollgas. Das kriegt man dann oft auch gar nicht so mit, aber diese Arbeit davor, dieses ganze Vorbereiten, jeder, der mal ein kleines Fest im Garten vorbereitet hat, weiß, wie viel Arbeit das ist. Und wenn man das jetzt mal, wenn man sagt, man hat 60 Leute eingeladen und dann mal 100 rechnet. Wie viel passen bei euch ins Zelt? 5.700 im Zelt und knapp 3.000, 2.800, 2.900 im Garten nochmal. Genau so. Der ist super. Danke. Ja. Oh, der schaut gut aus. Und komm. Schöner Putt. Ja. Batsch, du hast da einen Zug auch, ey. Das ist unfassbar. Ja, der ist gut da. Einfach geradeaus. Sehr gut. Oh, den hast du aber schön gespielt. Schade. Oh, der hätte es verdient gehabt, Lukas. Der ist geschenkt. Und Fall. Oh. Ah, 2 Umdrehungen hätte er noch gebraucht. Dann war er drin gewesen. 4. Ja, der ist noch besser auf der Linie. Schön. Sehr gut. Der ist Pinheim, mein Lieber. Ja, bleibt ein bisschen rechts leider. Aber es ist ja schon so ein bisschen so, dass man in Bayern oder in München sagt, wenn man Wiesenwirt ist, dann hat man es geschafft, wirtemäßig. Ist es so, Steffi? Es ist jedenfalls eine große Ehre, dass man dabei sein darf. Und so. Wiesenfamilie dazugehört. Wenn ich jetzt Lust hätte, Wiesenwirt zu werden, keine Chance, oder? Ja, du brauchst halt einen großen Stadtbetrieb, den du ganzjährig betreibst. Mhm. Das musst du halt auch mengen. Aber selbst dann ist es ja heute nicht leicht. Die Zelte sind ja vergeben. Ja, du bist halt abhängig von der Brauerei. Die müssen dich benennen. Die müssen mit deiner Arbeit in deinem Jahresbetrieb zufrieden sein. Und dann brauchst du einen einwandfreien Leumund, weil du musst von der Stadt genehmigt werden. Ui, bricht in andere Richtung. Der war nicht schön. Dafür war der umso schöner. Nehmen wir das Paar. Ja, sehr schönes Paar. Sehr schön. Ja. Batsch. Wow. Aber der ist leider ein bisschen rechts. Jetzt müssen wir schauen, wo er runterkommt. Der liegt am Abschlag. Wow, so einen schönen Abschlag habe ich überhaupt noch nie gesehen. Danke. Ja, der war perfekt. Jawohl, der passt. Schön. Steffi, jetzt machst du diesen Job ja mehr oder weniger dein Leben lang. Ja, ich bin da reingewachsen. Gab es schon mal so einen Tag, wo du gedacht hast, boah, nee, keine Lust mehr. Nein. Ich mache was anderes. Nein. Nie? Das ist der schönste Beruf. Weil die Leute, die zu dir kommen, immer gerne kommen, immer Gaudi haben. Also glaubst du ja nicht, jetzt geht bei mir der Vorverkauf los, wo die ganzen Gäste kommen und sie ihre Gutscheine bei mir abholen. Und da jeder geht rein bei der Tür, strahlt mir an wie das Christkind, holt sich seine Gutscheine, die er wohlgemerkt er bei mir gezahlt hat, und sagt zu mir, ich freue mich schon so. Noch 30 Tage oder noch 18 Tage oder ich habe mir ein neues Dirndl gekauft. Oder. Also sie kommen alle und sie haben alle so eine Freude. Ich freue mich da mit und deswegen ist mein Beruf so schön. Aber ich muss ja dazu sagen, wieder für die, die es nicht kennen, also man kann ja nicht einfach so da irgendwo einen Tisch reservieren. Das ist ja gar nicht so leicht. Das ist wie mit Gewinnspielen und sonst was. Da muss man sich ja in Schlangen stellen teilweise. Wie läuft das bei euch? Kriegt man ja, da einfach also, einen Tisch? Wir reservieren einen Teil, aber es bleibt schon ein großer Teil frei. Also zum Beispiel am Wochenende muss
das ganze Mittelschiff für die Laufkundschaft frei bleiben. Und reservieren, also wenn ich jetzt einen Tisch reservieren wollen würde, ganz normal, geht das noch? Oder? Ja, logisch. Das geht? Ja, okay, nicht. Aber da muss man schnell sein dann wahrscheinlich. Oder ihr seid ja ausgebucht, nehme ich an. Na, mit mir runden Golf spielen, dann hast du einen Tisch. Oh, kein Problem. So, und jetzt wisst ihr auch, warum ich heute mit Steffi und Lucky Golf spiele. Nein, aber da geht nämlich unser Gewinnspiel dann auch später drum, weil ihr könnt einen Wiesentisch gewinnen. Mir brauchst du nie fragen, was ich für einen Schläger nehme, weil ich nehme immer zum Abschlag die Keule und immer für einen Transportschlag 5er Holz. Immer das Gleiche. Und dann machen wir einen Approach und dann ist gut. Spielst du dann noch rund ums Handicap, Turniere und sowas oder gar nicht? Fast gar nicht. Also was ich gern mitspiele, bei uns in meinem Heimatclub in Kössen, haben wir am Freitagabend um 5 Uhr ein neues Loch After Work. Und da spielen immer ungefähr dieselben 30 Leute mit. Und da gibt es auch noch Abendessen und das mag ich ausgesprochen gern. Und das ist aber auch mein Heimatplatz und da spiele ich eigentlich immer so ungefähr mein Handicap. Mal einen Schlag mehr, einen Schlag weniger, aber ich verbessere mich jetzt nicht eklatant, aber das ist eher so, ich bin der gesellige Golfer. Nein, der war wieder nicht sauber. Ein Chip, ein Putt? Ein Chip, ein Putt, genau. Ja, ich glaube, der ist gut. Ah, der war überragend. Komm, zieh an! Bergauf, ja, ein bisschen mehr hätte er gebraucht. Ah. Schade. Oh, der ist schön. Super. Schöner Putt. Doppelbogey. Nein! Und ich spiele wieder einen. Naja, der ist noch nicht drin. 5. So, ich hole mir jetzt den Bömmel. Familienbömmel. Im Familienbömmel. Super. Boah, easy. Da gibt's, was gibt's da jetzt für eine Faust? Bogifaust. Eine Bogifaust. Gibt's. Ich bin, wenn ich Bogi spule, bin ich der glücklichste Mensch von Welt. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, was ist ein Bömmel? Ein Bömmel, das ist wie so, wenn man es aufschreibt, so ein, ja, wie so ein Bömmel auf der Mütze. Ach so, halt. Ein Punkt auf der Scorekarte quasi. Ah, okay. Also es ist nichts Echtes, so ein kleiner. Ja, der Bömmel ist das, was auf der Fellmütze rumhängt. Ja, ja. Und wer dann am Schluss die mehr am Bömmel hat, hat gewonnen und wer von den anderen eingeladen. Und ihr seid ja relativ viele bei euch in der Familie, die Golf spielen, gell? Das heißt, auf dem Opa alle. Bis auf dem Opa. Der Opa ist der Wigerl Hagen, gell? Genau. Aber hat der sich schon komplett zurückgezogen? Aus dem Geschäft schon, ja. Aber so ist er natürlich jeden Tag da. Also allein, um uns zu unterstützen, um uns mit Ratschlägen zu versorgen. Der kann und gar nicht ohne wahrscheinlich. Ja, die oder? Brauchen wir auch, die Ratschläge. Ja, ja. Er hat ja wahnsinnige Erfahrung. Er war ja über 60 Jahre auf der Wiesn. Ja, das ist auch ein richtiges Münchner Original, gell? Ja, dein Papa. Sie sagen immer Wiesn-Urgestein. Er selber mag das gar nicht so. Und zum Thema Golf, wenn wir dann alle an einem Tisch sitzen und Abendessen und dann geht es natürlich nur ums Golfen und dein Vater nervt es dann natürlich, weil er ja nicht golft. Und dann so nach einer Viertelstunde sagt er dann, ja, auf der 4, da nehme ich auch immer 7 Eisen. Und dann wissen wir schon, jetzt müssen wir mal das Thema wechseln. Schön. Ja, ich hoffe, der bleibt. Ja, der geht genau dahin, wo der Sebi gesagt hat, dass du nicht hinspielen sollst. Ja, der ist zu rechts. Ja, der ist zu weit rechts auch. Also nicht zu weit, aber. Jawohl. Du triffst jedes Fairway, Steffi. Der ist perfekt. Sehr, sehr gut. Wow. Danke. Bravo, Sebi. Und durch. Aber das ist ein schöner Schlag gewesen. Genau. Super. Steffi, trinkst du selber Bier, Alkohol? Oder? Nein, ich trinke gar keinen Alkohol. Gar nicht? Wirklich. Ich trinke gerne einen Schluck Rotwein. Aha. Am Abend, aber eigentlich nie so vor 23 Uhr. Also immer so, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Dann schenke ich mir einen Schluck Rotwein ein, aber das ist dann eher sowas, wie andere leider einen Port trinken. Also das hat sowas von 5cl. Mein Sommelierkind schimpft mir dann natürlich immer, weil bei mir die Weinflaschen teilweise 2 Monate in der Küche rumstehen. Hat der Lucky eine Sommelierausbildung? Ja, der ist Sommelier. Cool. Und dann kommt er immer zu mir in die Küche und sagt, hey Mama, was trinkst du denn da schon wieder? Dann riecht er rein und dann sagt er, ja, und wie lange ist denn das schon auf? Wie ist denn das mit dem Essen? Also hast du überhaupt noch Lust? Ich weiß ja, ich mache ja viel mit Fußball. Ja.
Und ich habe oft keine Lust, Fußball zu schauen. Wie ist das, als Gastronom hat man manchmal keine Lust auf Kochen? Ja, also sagen wir mal, die bayerische Küche, gerade so die Biergartenküche, weil wir haben ja ganz oft nur einen Biergarten auf. Mhm. Da muss ich mir dann zum Teil schon was von daheim mitnehmen, weil ich kann nicht nur Obatzter, Wurstsalat, Sperrib, Händel, Haxi, Krustenbraten, Würste essen. Der ist super. Ja, der ist wie geplant. Also ich finde es immer toll, wenn man im Golf quasi eine Ansage macht und es dann so macht. Was kostet jetzt die Mast dieses Jahr? 14,50 Euro. 50. Das heißt, die Leute geben dann wahrscheinlich 15, 16 Euro, oder? Wenn der Gast zufrieden war, wird er schon geben. Aber er kriegt ja ein Gesamtpaket dafür. Er kriegt ja nicht jetzt einen schnöden Liter Bier. Na, da gibt's ja er noch kriegt Musik. Ja ein Erlebnis. Auch wenn ihr es wahrscheinlich nie so genießen könnt. Oder könnt doch, ihr das doch, genießen? Doch, ja? Wir genießen es anders. Anders. Also wir machen halt keine Party. Oder du wirst mich nicht auf der Bank stehen sehen und mittanzen. Luki? Ah, nicht mehr, gell? Mit 15, 16, 17. Aber es war natürlich immer auch mit Arbeit verbunden, weil wenn man dann im Zelt war, dann hat man halt die Gutscheine zählt, hat die Biermarke zählt. Also ihr wart von Anfang an eingebunden? Also ich glaube, bei uns gibt es Bilder, da sind wir mit 3-4 Jahren mit dem Luftballon hinten angebunden. Wir durften durchs Zelt unter der Woche, weil die Bedienungen, Security, Schankeiner, jeder kannte uns. Ja. Deswegen durften wir da frei rumlaufen und wenn Mama und Papa uns gesucht haben, dann haben sie nur geschaut, wo ist der Luftballon. Wir haben hinten an Lederhosen haben wir so einen heliumgefüllten, meistens habe ich ein rotes Herz gekauft, weil mir das so gefallen hat. Schön. So, sitz. Es! Oh, ja! Der wäre fast drin gewesen. Schöner Putt. Das ist das Birdie. Ehrlich? Ja. Ah, das gibt aber jetzt schon. Krieg ich von dir auch einen Birdie-High-Five? Die Welle! Danke. Das gibt's nicht, die Steffi hat. Da kriegt sie jetzt aber von dir auch einen High Five, oder? Obwohl ihr was ausspielt. Das habe ich alles vom Sebi gelernt. Stark, sehr, sehr gut. Höhe, Spin ist da. Ein bisschen links, aber der dürfte auf dem Grün sein. Ah, der war leider nicht so gut. Ich habe es nicht gesehen, weil da ist dieser Hügel dann. Also ich bedanke mich jetzt sehr herzlich beim Sebi für diese rettende Banane. Ich wollte ja vorher nur Semmel kaufen, aber der Herr Lukas hat mir wieder mal gehetzt. Ich durfte nicht mehr beim Bäcker kurz anhalten. Und insofern rettet mir diese Banane jetzt meinen Golfnachmittag. Um nur eine Geschichte aus meiner Kindheit zu erzählen. Ich habe als Kind sehr gern Banane gegessen und meine Eltern haben immer Angst gehabt, dass ich viel zu dick werde. Weil man, glaube ich, damals in die 70er Jahre gemeint hat, eine Banane hat noch mehr Zucker wie Schokolade. Und dann habe ich mir ganz trotzig gesagt, und wenn ich groß bin, dann kaufe ich mir meinen eigenen Bananenstand, dann arbeite ich an meinem Bananenstand und dann esse ich aber meine Bananen alle selber. Schön. Was ist denn das so nach Bier, was ihr am meisten verkauft im Zelt? Also gut, Händel, woran denkt man vielleicht nicht? Habt ihr da so ein Überraschungs... Ja, Schweinsbraten definitiv. Brezen natürlich. Brezen sind ja auch wieder so selbstständige Brezenverkäufer, oder? Oder wie funktioniert das? Wir haben den Brezenstand auf der Wiesn selber. Wir haben jetzt diese neue Küche umgeplant und dann habe ich gesagt, ich brauche unbedingt 2 Brezenöfen. Und es gibt ja nichts Besseres wie frische Brezen. Es gibt nichts Schöneres als diesen Geruch, wenn die Brezen frisch rauskommt. Und die Öfen stehen auch wirklich mitten vorne an der Küche, dass das auch wirklich jeder mitkriegt, dass wir warme, frische Brezen haben. Und da freue ich mich und hoffe, dass es auch dementsprechend gut ankommt. Also die Qualität ist bei uns wirklich so frisch wie in kaum einer Küche. Der war nicht schlecht, ja? Der ist super. Ah, schade. Oh Gott. Oh. Bricht auch ab. Das ist ein böses Loch. Ich leide mit euch mit. Der ist geil. Es geht ein bisschen nach rechts, aber... Ich bin sehr stolz auf dich. Super Schuss. Naja, der ist mir leider ausgekommen. Der fliegt aufs andere Fairway. Super Schlag. Ja, aber ich habe immer überhaupt kein schönes Finish. Wenn du da filmst, ich muss mich jetzt einmal bemühen, dass ich da so schön dastehe. Genau, ich mache jetzt einmal ein wirklich schönes Finish. Also hoch und
müssen wir vielleicht ganz kurz drüber sprechen, über Corona, weil das war ja schon was Einschneidendes für euch, gell? Ja, also für mich war das schon eigentlich lebensverändernd, weil ich natürlich ohne das Corona wäre das alles gar nicht so gekommen, wie es jetzt ist. Da hätte ich jetzt schon bis ungefähr 60, also eben von Ausbruch Corona noch Minimum 8 Jahre, in dem Stil weitergearbeitet, nämlich mit Restaurant, mit Biergarten, mit Veranstaltungen, mit Oktoberfest, einfach durch. Und durch diese Zäsur Corona und das, dass eben der Luki dann nicht den eigenen Laden übernommen hat, sondern ich ihm sozusagen aus Sicherheitsgründen unsere eigene Wirtschaft gegeben habe, hat sich für mich natürlich das Leben insofern schon krass verändert, weil ich jetzt nur noch Wiesen mache. Und es ist natürlich jetzt seit Ende August schon viel Arbeit, aber wenn jetzt die Wiesen vorbei ist und alles aufgeräumt ist, dann habe ich so im Oktober, November, Dezember schon gemütlicher. Das fette Gras ist nicht einfach. Fall! Oh, der war da schon drin. Der hat reingeschaut, da ist ein Monster drin. Ah, schade. Wow. Oh. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Wow. Der ist schon geil, aber jetzt leider bei dem Gegenwind. Ja, das ist viel zu hoch. Aber der hinterm Bunker da, gell? Vorm Bunker? Vorm Bunker. Wow, wow, yeah. Yes, danke, danke. Also jetzt machen wir das Gewinnspiel. Wir haben ja gesagt, ihr könnt einen Wiesentisch gewinnen. Für wie viele Leute? Für 8. Wahnsinn. Mit Marken? Ja, mit 8 Händel und 8 Maß Bier natürlich. Wow, das ist super. Am Abend? Abends habe ich nicht mehr so arg viel frei, da müssen wir Glück haben, dass noch einer absagt. Aber okay. Vielleicht haben wir das ja. Okay, toll. Und was muss der oder die Gewinner in die Kommentare schreiben? Das ist eine Schätzfrage. Wie hoch ist der Turm beim Löwenbräuzelt? Mit der Spitze vom letzten Hafer und unserem schönen Löwen da oben drauf. Na super. Also, wenn ihr die richtige Antwort wisst, dann haut es unten in die Kommentare rein. Und da müssen wir schnell sein, weil das Video kommt ja so eine Woche vor der Wiesn. Und unter allen richtigen gibt es dann einmal den Tisch zu gewinnen. Ja, der ist gut. Gut. Steffi, wie war das mit Kindern als Geschäftsfrau? Hast du das immer gut hinbekommen? Alles ja, unter dank der Gesamtfamilie und meine, so eine Wirtschaft ist natürlich auch was, wo man Kinder einfach dabei haben kann. Wie soll ich sagen, das, was man drauf haben muss, ist, du musst ein Menschenfreund sein. Du musst die Menschen mögen, sonst geht's gar nicht, weil du hast wirklich mit allen zu tun. Also wenn du auch von deinen Mitarbeitern ausgehst, unsere Spüler, unsere Abräumer im Biergarten, das sind ja von allen Nationen, du musst das mit allen Kindern. Und ihr seid ja auch quasi, also zum Anfassen, ne? Ihr seid immer mittendrin. Also man kann immer zu euch kommen auch und mit euch sprechen. Auch auf der Wiesn, oder? Immer da. Immer da. Und sie. Weiter, 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 links. Weiter, weiter. Ja! Der See, wie kann Golf spielen, du wirst wahnsinnig. Bist du auf Social Media unterwegs? Ja. Ja? Aber wer macht das mit dem Zelt? Habt ihr da auch einen Account? Ja, also bist du auf Social Media unterwegs, ist ein bisschen übertrieben. Aber eigentlich machen es der Luki natürlich fürs Restaurant. Wir haben halt eine Instagram-Seite auch vom Löwenbräuzelt. Und ich, wenn ich draußen bin, mache ich da ein Foto und stelle sie mal ein. Er lacht sich dann immer krank, weil ich mache Video mit Text. Ich bin jetzt hier im Löwenbräuzelt, der Boden ist schon halb fertig und so. Luki, du machst gar nichts auf Instagram fürs Zelt, also das macht alles doch, die Mama. Doch, doch. Doch. Das, also ich reposte quasi das, okay. Was die Mama dann in ihrer Instagram-Seite postet. Und ich, aber ja, viel machen wir jetzt nicht, weil wir ja das Glück haben, dass wir jetzt nicht so viel Werbung machen müssen. Also Werbung nicht, aber es gehört ja mittlerweile fast dazu. Es gehört also dazu und man postet halt, um quasi die Leute teilhaben zu lassen. Aber also man muss jetzt da nicht das ganze Jahr alle 3 Tage wie in einem normalen Betrieb, wo du ja ständig in Erinnerung bleiben musst, ist es jetzt nicht, sondern es ist wirklich mehr so, man postet zu Weihnachten, dann freuen sich die Leute und sagen, mei, ich freue mich schon wieder auf die Wiesn. Und dann postet man halt vor der Wiesn ein bisschen regelmäßiger, einfach um so die Stimmung anzuheizen, um so den Durst. Ja, also den Aufbau, den kriegen schon gern mit, unsere Gäste. Aber man muss jetzt nicht in der Regelmäßigkeit posten, wie im Restaurant. Ja. Und dann so ein Schlag, ey. Der war ja legendär.
Und du bist auch noch trocken geblieben. Ja, passt. Stark. Super. Kaum ist die Kamera da, läuft's. Und. Oh, die der Länge war hat, Länge hat gepasst. Mit dem Birdie war doch noch. Ja, aber ich spiele 3 Bogies. Aber damit bin ich zufrieden. Yes! Schönes Mensch, Paar. War der gut. Geiles Paar. Der hat ja aus dem Wasser, aus dem Bunker rausgespielt. Ich bin so stolz auf dich. Schön. Oh, der war auch nicht schlecht. Luki, vielen Dank fürs Mitmachen. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Ja. Dankeschön, danke fürs Mitmachen. Das war so nett, dass schon, wir gell? Die haben kennengelernt. Fand ich auch, sehr, sehr schön. Und falls du mal einen Tisch auf der Wiesn brauchst, du bist uns immer herzlich willkommen. Toll. Und wir hoffen, dass du uns auch mal auf unserem Heimatplatz in Kössen besuchst. Und dann bringen wir unser anderes Kind auch noch mit, also sein Bruder, mein Sohn. Mhm. Und dann machen wir einen richtig schönen Vierer. Das machen wir. Und dann zeigen wir dann mal, wie schön auch in Tirol zum Golfen sein. Und in die Hirschau muss ich auch kommen, unbedingt. Auch. Ja. Vor allem mit deiner Tochter. Ja. Weil wir so einen schönen Spielplatz haben. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also alle Links übrigens zum Löwenbräu-Festzelt, zur Hirschau, zu den Spendlers sind unten in der Videobeschreibung eingeblendet, weil die beiden, die stiften ja auch einen wirklich, wirklich tollen Preis, den ihr gewinnen könnt. Die Höhe des Löwenbräuturms, gell? Die ist gesucht. Wenn ihr die wisst, schätzt, dann haut es mal in die Kommentare. Und der Gewinner kriegt einen ganzen Wiesentisch für 8 Personen, haben wir gesagt. Ja, 8 Personen. Wow, mit Marken. Vielen Dank, ihr beiden. Ihr seid toll. Danke dir. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Gut Golf. Gut Golf. Gut Golf.